Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter-Spiel und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Was ich jetzt vorhin noch gerade gemerkt habe, ist, ich habe keine Elektrowaffe dabei, so ein Bullshit. Weil diese Stalker hier, ja, die haben alle Tarnschilde und das mit einer normalen Waffe wegzukriegen ist relativ nervig. Vor allem auch, wenn ich sie nicht mit dem Facelock erwische. Diese verdammten Mistviecher. Aber wenn man eine Elektrowaffe dabei hat, kann man sie kurz mal die Schild runterschießen und dann sind sie einfach nur noch Opfer. So, einen haben wir immerhin schon. Ich hoffe, ich komme hier relativ schnell durch, denn eigentlich möchte ich ja schon lange mal auf den anderen Charakter wechseln. Und zwar Gage. Die Macromancer. Der Macromancer. Whatever. Aber die nehme ich jetzt erstmal alle in Facelock und versuche sie so zu töten. Wenn mein Facelock den schneller aufladen würde. Na, geht doch so, wie es aussieht. Ach so, gerade ein bisschen heiß mit dem Pulli hier in der Wohnung, aber es geht ja nicht anders. Bei uns hat es wieder angefangen zu schneien und es ist scheiße kalt. Oh, 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 ganz viele Stalker sehe ich da gerade. Auf jeden Fall möchte ich weiter mit der Macromancer-Klasse spielen, sobald ich einigermaßen am gleichen Ort bin von der Story her. Vom Level kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist nämlich noch schwierig bei der, weil ich habe bei der noch ein bisschen sonst gespielt. Also als wir noch ein bisschen weniger weit waren mit den Charakteren, habe ich mit den anderen beiden noch gezockt. Und zwar mit Gage. Und ich muss sagen, Gage gefällt mir einfach extrem gut. Also besser als die Sirene. Wegen dem Pet wahrscheinlich. Also den Roboter, den sie da dabei hat, der macht echt geil Damage und mit dem ist einfach richtig Fun zum Spielen. So, komm. Der würde mir da auch wahrscheinlich ein bisschen helfen, diese Viecher hier aus dem Weg zu räumen. Dann ginge das hier auch ein bisschen schneller. Facelock so ewig lang braucht, dafür, dass er eigentlich nichts kann. Mistviecher. Schmeißen wir mal Granaten, vielleicht werde ich euch dann ein bisschen schneller los. Ja, Stalker sind auch so Hassgegner, obwohl sie nicht wirklich fliegen können. Halt diese Tarnschilde hier sind extrem nervig von den Viechern. Aber wie gesagt, wenn die nicht sind, dann kann man die relativ leicht töten. So. Ach, und dann Reparaturbot. Das heißt, ich werde gleich mit Robotern zu tun haben. Gucken wir doch kurz mal, ob ich überhaupt noch eine Korrosionswaffe dabei habe. Sollte ich eigentlich? Ja, mir eine auf jeden Fall. Oh, haben wir noch eine? Ein Scharfschützengewehr mit Korrosion, 116 Schaden und eine Pistole. Ich glaube, ich wechsle mal auf die Pistole. Ja, das ist es auf jeden Fall. Schwere Entscheidung. So, jetzt einfach mal hier runter, ne? Roboter. Domo arigato, Mr. Roboto. Loader verladen. Immer diese Badass-Punkte. Ich habe jetzt auch schon 100 Mal Badass-Punkte gemacht. Also mit meiner anderen Sirene habe ich das Spiel mittlerweile schon einmal durchgespielt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin da auch schon im zweiten Spielverlauf weiter als jetzt mit dieser Sirene. Noch ein weiterer Grund, warum ich wechseln will. Weil mit der Sirene spiele ich jetzt schon so viel. Auch ohne aufzunehmen. Ja, das Aufnehmen ist halt ein bisschen blöd, wenn man mit seinen Kumpels zur Entspannung spielen will und dann es aber nicht aufnehmen kann. Ich glaube, ich habe ja gesagt, dass ich nicht mehr aufnehme, weil die anderen einfach ein zu beschissenes Mikrofon haben. Aber ist ja klar, ich hätte mir jetzt auch nicht unbedingt so das High-End-Mikrofon geholt, wenn ich jetzt nicht Let's Plays aufnehmen möchte. Also für ein normales Skype-Gespräch und so reicht ja ein normales Mikrofon vom Notebook oder was man auch immer hat in einem Headset. Jetzt halt mal still, du Mistvieh. So, noch ein Stalker, der sich mit mir anlegen will? Ich glaube... Oh, ich glaube ja. So, komm, stirbst du. Ich hoffe, ich kann mich noch einigermaßen weit durchkämpfen. Ach ja, hier geht das auch wieder mit los und mit dem Iridium. Also sobald man alles freigespielt, freigekauft hat mit dem Iridium und... Ja... das dann immer wieder sinnlos einsammelt, vergisst man das auch schnell wieder, dass man hier wieder Iridium sammeln sollte. Was haben wir denn hier? Ja, Munition, bla bla bla. Ich mittlerweile
Ist auch so, ich nehme einfach Haufen Loot mit. Tu ein, zweimal vielleicht noch vergleichen, aber das meiste wird dann verkauft. Wenn du es schaffst, den Fluss zu durchqueren und einen Versorgungstransmitter zu stehlen, können wir Sanctuary wieder in das Schnellreisenetzwerk einspeisen. Ich verspreche es. Auch wenn ich derzeit nicht weiß, was das bedeutet. Ja, mein Ziel wäre es eigentlich, möglichst schnell jetzt wieder nach Sanctuary zu kommen. Ja, ich frage mich natürlich schon, wie lange das jetzt hier dauert. Also ich hoffe, nicht allzu lang. Aber ich muss natürlich hier alle Gegner besiegen. Das, ja, das muss sein. Weil sonst hätte ich auch das Problem, dass die mich wahrscheinlich töten. Aber es gibt ja auch immer schön Erfahrungspunkte. Und dann komme ich vom Level her auch ein bisschen schneller voran. Auch wenn ich jetzt, wenn ich von der Geschichte her weiter bin. Also so weit bin, dass ich... Das habe ich nicht verstanden, was die mir sagen wollte, obwohl ich gerade still war. Na gut. Ich möchte auf jeden Fall von der Geschichte her so weit kommen, wie ich jetzt mit dem Necromancer bin und dann wird gewechselt. Das war das, was ich meine Kernaussage. Wessen Macht soll ich spüren? Ach, da ist der Kampfingenieur. Fress mal eine Granate. Aber ist auch ein bisschen störend. Ich weiß ja jetzt natürlich... Könntet ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich möchte hier eigentlich nicht nur durch. Störenfriede hier allesamt. Oh, 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 nein, hoffentlich. Nein, doch. Ah, verdammt. Explosion Loader. Ich hasse die Viecher. Ich hasse ziemlich viel Viecher in dem Spiel. Aber das muss ja auch einen Grund haben, dass ich die hier alle töte. Wenn ich sie lieb hätte, würde ich sie ja nicht alle runtermetzeln. So, jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwie wieder über den Fluss. Noch kurz aufmunitionieren, wenn das geht. Danke. Irgendwo. Genau. Wie gesagt, ich hasse Exploder. Oh, ich krieg Gesellschaft, merke ich gerade, oder? Auf jeden Fall ist einer gelandet. Und zwei und... Ach, ich gehe erstmal auf die andere Seite vom Fluss und mache sie dann fertig. Es ist ja relativ einfach, hier rüber zu kommen, wenn man weiß, wie es geht. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist alles einfach. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier hin und mir einen improvisierten Lift holen. Hey, 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 nicht ohne mich abfahren. So, Feind entdeckt. Ja, wo bist du denn? Ach, du bist mir jetzt... Ah, nee, bist mir nicht egal. Bist ein Explosion Loader. Ihr dürft alle sterben. So, Fluss ist überquert. Jetzt schlagen wir uns weiter Richtung Sanctuary. Ich will nach Sanctuary. Nein. Wir müssen einen Lunar-Versorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit zu schicken. Damit kannst du Sanctuary wieder ins Schnellreisenetzwerk einspeisen. Kinderleicht. Naja, oder auch nicht. Kinderleicht, oder auch nicht. Ach, verdammt, verdammt. Kommt auch noch ein Constructor in den Weg. Ja, der ist ziemlich anstrengend. Lassen wir ihm mal ein paar Granaten fressen. Hat nicht so viel gebracht, oder? Ja, doch ein bisschen was. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach durch. Ich will euch doch gar nichts tun. Und Reparaturbot, das lassen wir gar nicht erst anreißen. Du gehst jetzt einfach aus dem Weg. So. Erledige 5 Konstruktoren. Ja, das wird früher oder später sowieso erledigt, weil da kommen noch so viele Constructors auf uns zu. Würdet ihr gar nicht glauben. So, Orbital Receiving and Processing. Dann holen wir uns mal so eine Station. So ein Ding, damit ich uns eine Schnellreisestation holen kann. Ich will ja wieder nach Sanctuary. Ich vermisse die ganzen Leute dort, diese Verrückten. Ah, Granaten, ja. Hyperion-Roboter, die einen Thrasher terminieren, erhalten zur Belohnung die Fähigkeit, stolz darauf zu sein, einen Thrasher terminiert zu haben. Schön. Und wenn wir schon von Treasure reden, da haben wir auch gleich einen. Der meine, Auftragsding mir klaut. Ich bereue es immer mehr, dass ich keine Elektrowaffe habe. Ja, das war mir irgendwie auch klar, dass ich den zurückholen muss.
Aber der soll erstmal Granaten fressen. Ach, verdammtes Vieh. Oh, das könnte jetzt böse enden. Kannst du nicht auch die Roboter angreifen, du verdammter Thrasher? Ich frag mich gerade, ich habe doch sicher noch einen Raketenwerfer dabei. Geh mal kurz in Deckung. Ah, Mistvieh. Und Raketenwerfer, Raketenwerfer. Doch, da haben wir einen. Ich glaube, der wird am wirksamsten sein gegen das Mistvieh. Oh, ja, tauschen wir den gegen das SMG. Nein, 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 gehst du weg. Böse Explosion Loader. Na komm. Ah. Treffen soll man auch noch. Nein, nein. Nicht. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe das Gefühl, das wird hier nicht gut enden. So, Thrasher, wo bist du? Ja, das kann ich nachvollziehen, Baby. Komm, da hinten war doch irgendwo noch ein Roboter. Komm, komm, komm. Ah, die kommen nicht um die Ecke. Scheiße. Ja, jetzt... Ah, Mist. Wenn die Roboter um die Ecke gekommen wären, hätte ich die noch killen können, aber... Nein, es sollte nicht sein. Gut, jetzt bin ich extrem angepisst. Wenigstens muss ich nicht so weit laufen, aber Haufen Kohle wieder verloren. Na komm, sag mir, wie viel? Oh, 1500. Ja, das haben wir auch bald wieder drin. Scheiß Gunloader hier, hättest doch vorher um die Ecke kommen können. So, Gunloader wird jetzt erstmal mit der Korrosionspistole zerstückelt. Und da haben wir noch einen Gunloader, der da rumliegt. So, jetzt kommt der Thrasher dran. Mistvieh. Ja, oder auch erstmal noch der Gunloader. So, solche Stellen sind einiges einfacher, wenn man mit zum Meer unterwegs ist. Ich möchte jetzt gerne nachladen. Oh, au, au. Komm, stirb. Und nachladen ist heute irgendwie auch nicht so mein Ding, ne? Die Roboter, ihr könnt mich mal, euch brauche ich noch. Eure Gesundheit muss ich noch haben. Was war denn jetzt das Rock and Roll? Badass-Herausforderung. Oh, Munition ist mir schon ausgegangen. Das ist extrem schlecht. Hoffentlich kriege ich den jetzt auch noch ohne Raketenwerfer klein. Was sieht denn nicht so schlecht aus? Mein Facelock macht auch ziemlich viel Schaden bei dir. So, stirbst du. Nein, jetzt brauche ich diese Waffe wieder. Explosion Loader, halt dich fern von mir. Gun Loader, der ist schnell weg. Ich verpasse die ganze Zeit, was das für Herausforderungen sind, aber man kann es teilweise auch nicht mehr lesen. So, da haben wir das Ding. Lunar-Versorgungstransmitter. Nee, 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 nee. Du kommst mich jetzt nicht hochjagen. GPS-basierter, bla bla bla. Gut. Auf jeden Fall brauchen wir das Ding. Hast du den Transmitter? Gut. Damit können wir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit von der Mondbasis anfordern. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Transmitter zu aktivieren. Begib dich zu der Ortschaft Overlook. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Good to know. Also ab nach Overlook und schnell mal die Schnellreisestation installieren. Ich komme der Sache schon näher, auf jeden Fall. Aber bevor ich dort durchgehe, werde ich noch schnell den... Da wackelt irgendwas. Den Raketenwerfer wieder austauschen. Ach, verdammt. Ich bin mir jetzt schon ganz andere Werte gewohnt hier von den Schäden. Na, nehmen wir mal ein Assault Rifle, so zur Abwechslung noch. Und jetzt schnell weg hier. Ab nach der Highlands. Also so viel ich weiß, war ich mit Gage auch irgendwo bei den Highlands unterwegs. Aber da ich jetzt hier erst Level 17 bin und Gage Level 23, ist das ein bisschen blöd. Auf jeden Fall diese Folge sicher noch mit meiner Sirene hier, mit der Sexy Tussi. Und dann gucke ich mal, wann dann Gage tatsächlich zum Einsatz kommt. Aber ich werde es dann, zumindest die nächste Folge werde ich auch noch mit meiner Sirene machen.
das, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann! Zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel. Mit einem Löffel! Und ich lach nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, alle so. Und ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Und der Typ meint tatsächlich, er sei hier der Held. Ja klar, leicht verpeilt, Jack, oder? Leicht verpeilt. Gut, was ich sagen wollte, nächste Folge sicher auch nochmal mit meiner schönen Sirene hier. Aber vorher werde ich mal gucken, wie weit eben Gage ist, mit dem Level und mit der Mission. Und dann werden wir... Muss ich jetzt eigentlich... Ah, ich weiß wieder, wo ich hin muss, gut. Werde ich auf jeden Fall mal dann beschließen, wann Gage drankommt. Also ich möchte schon, dass es so ungefähr gleich ist von der Hauptmission her. Nebenmission kann ich nicht versprechen, da weiß ich nicht, was ich alles schon gemacht hatte. Wahrscheinlich mehr als jetzt hier mit dem... mit der Sirene. Du hast Overlook gefunden, ja? Das war mal nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Dank Jacks Bergbauaktivitäten ladet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Gut zu wissen. So, alles aufmunitioniert. Also ich werde gucken, dass Gage und meine Sirene hier möglichst nah beieinander sind von der Hauptmission und eventuell noch vom Level her. Aber das werden wir dann sehen. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? So, das wie gesagt aus dem... Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Ich wollte eigentlich noch sagen... Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Schnauze, Jack. Ich will auch was sagen. Und was ich sagen wollte, ist, dass ich viel lieber mit Gage spiele, auf jeden Fall, wenn ich alleine zocke, als mit dem, mit der Sirene. Ja gut, mit meiner High-Level-Sirene ist es jetzt was ganz anderes. Da habe ich ja einen zweiten Spielverlauf, habe mir die DLCs auch schon angeguckt und gezockt. Ja, Konzentration hier auf die verdammten Roboter. Roboter. Überall Roboter. Na, ohne Arme seid ihr Loader nicht mehr so mutig. Komm, stirb doch einfach. So, jetzt der zweite Arm auch noch weg und dann... Anfrage für unkalibrierte Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3 bis 6 Wochen. Nein, nein, nein. Nein. Genau. Verändere ein paar Daten, mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. 3 bis 6 Wochen, das ist nicht gut. T-Bone Junction, das hat mir doch auch irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht was. Ach, so noch ein Kack-Shield-Bot. Ich hasse die Mistviecher. Also vor allem die Reparaturbots, die können ja fliegen. Drum hasse ich sie. Jetzt kommen hier die ganze Zeit sicher noch Explosion-Loader. Fuck off. Ach, fickt euch. Ja, scheiße. Schleichen sich einfach an mir vorbei. Oh, wie viele kommen denn da noch? Das ist nur ein Gunloader zum Glück. Der hier auch. Die ganzen Explosion-Loader schleichen sich da an mir vorbei und nehmen einfach meine Sendestation auseinander. Ah, Shieldbot. So, Jack, was hast du noch zu bieten? Ich hätte nicht fragen sollen. Ich hätte echt nicht fragen sollen. Aber hier mal ab und zu mal ein bisschen Blut einsammeln, kann ja nicht schaden. Oh, fuck, ein Constructor, nein. Wusste ich doch, dass da noch einige kommen. Stirbst du einfach. Auch wenn ich jetzt alle Granaten nur für den verbrauche, ich... Nee.
Der macht mir zu viel Ärger hier, der Constructor. Aber die Hintergrunddiskussionen sind auch immer geil. Also die Hintergrundmonologe sind auch immer geil. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem zweiten Fläschchen Aspirin. Ist jetzt wieder einer zu meiner Station vorgedrungen? Ach ja, tatsächlich. Du solltest dich nicht um die Station kümmern, sondern um mich, du Freak. Freak-Roboter. Freak-Robot. Ja, lasst das mal. Ich nehme euch in den Facelock, dann könnt ihr meine Sendestation nicht zerstören. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Ja, ja. Ach, Jack, halt doch die Fresse. Ich hätte noch gern Granaten aufmunitioniert. Mach mal schnell. Mach mal einfach schnell. Wenn wir schon dabei sind. Oh, Badass Loader. Nicht gut. Hoffentlich kommen da nicht mehr allzu viele. Ach, scheiße, wo kommen die ganzen Shieldbots her? So, verpiss dich, Shieldbot. Noch ein Hot Loader. Ja, bisschen Sauerstoff abdrehen und dann geht alles viel schneller. Dann hole ich mir lieber nochmal ein paar Granaten. Man kann ja nie wissen, was da noch kommt. Gib mir eine Sekunde, dann kalibriere ich sie auf Sanctuaries neue Position. Nice, nice. Schnellreisestation kalibriert. Station Sanctuary. Geht ab sofort an Priorität zur Verfügung. Los, schnell. Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Ja. Angel, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Ich will jetzt einfach hier nach Sanctuary, los. Sanctuary, Sanctuary, da oben, da oben. Und nachdem wir dann wieder bei unseren Freunden gelandet sind, vergebe ich noch schnell den Skillpunkt und dann war es das auch schon wieder für heute. Aber wie gesagt, nächste Folge nochmal Sirene und dann sehr wahrscheinlich schon die Ankündigung, wann ich mit dem Macromancer weiterspiele. Weil die kleine Gage macht doch einiges mehr Spaß, vor allem wenn man schon alles mit der Sirene zweimal durchgespielt hat. Na gut, was haben wir denn so, endlich. Sagt die sicher noch was, oder? Ach egal, ich vergebe einfach mal den Skillpunkt. Da habe ich ja jetzt hier diesen Skilltree verwendet. Mehr Shield, Dauer des Facelocks wird erhöht. Nahfeinde werden angezogen. Was nehmen wir denn da noch? Ja, ich beschränke mich mal auf einen Skilltree. Also Schusswaffenschaden wird erhöht und Projektilgeschwindigkeit. Dann nehmen wir einfach mal das. Und dann irgendwann komme ich dann weiter hier runter. Vielleicht. Aber sehr wahrscheinlich nicht. Gut. Dann werden wir das nächste Mal hier ein bisschen in der Stadt wieder rumlaufen. Einfach mit der Hauptmission weitermachen. Die Nebenmission lasse ich erstmal so stehen. Und dann weiß ich dann beim nächsten Mal, wie lange ich noch mit der Sirene zocke. Gut, aber dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne wie immer, na, genau, tschüssi, Kowski.